Froschgelde des bei Kfz tut sich schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht wieder um den 45. Das sind Spurplatten. Hier nochmal Dankeschön an Daniel, der mir die Spurplatten klar gemacht hat. Weil die Felgen, die wir gekauft haben, da braucht man extra Spurplatten. Aber dazu kommen wir noch. Also bei dem Auto ist nichts Standard. Man kriegt keine Federn günstig, man kriegt kein Gewindefahrwerk günstig und. Ich habe mir das so ausgesucht. So langsam mag ich diesen Auspuff. Ihr seht, der ist voll beladen. Die Tiefe ist okay. Aber die Felgen liegen gar nicht. Ne? Ja, ehrlich gesagt, da gehen einiges nicht. Jetzt hier reingepackt die Felgen und habe bemerkt, der hat ja eine getrennte Rolle. Ups. Das habe ich selber noch nie bei einem Fünfer gesehen, weil ich immer hier den Rücksitz hier abbauen muss, damit wir an die Stoßdämpfer kommen. Das sehe ich zum ersten Mal. Keine Ahnung, ob das jetzt hier was extra ist, was Seltenes ist, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall getrennt. Cool. Holin Limburg. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Dahin fahren wir. Da wartet der Gürkan auf mich. Und er wird sich die Felgen anschauen, ob er die Felgen retten kann. Es interessiert mich echt sehr, wie er das aufbereiten wird. Ob er das aufbereiten wird. Ne? Das ist ja auch so eine Sache, weil die Felgen... Ja, ausgelutscht. Keine Ahnung, was der Typ damit gemacht hat. Aber auch da drüben. Der hat gefühlt jeden Bordstein mitgenommen. Das ist krass. Ja, aber egal. Ich freue mich jetzt mit denen zu fahren. Ehrlich, Fünfer. Das habe ich auch repariert, ne, so nebenbei. Das liebe ich jedes Mal. Den Ölstand prüfen. Keine Ahnung, was hier steht. Wir brauchen unbedingt einen neuen Tacho. 188 Kilometer Reichweite. Reicht doch, ist ein V8. Verbraucht wenig. Alter, wie geil ist das denn? Einfach ein Düsenjet hier im Zug. Geil. Hitze. Samstag, Regen. Gut. Besser geht's nicht, ne? Was hat so ein Auto? Das ist mein eigener. Ein GMC. 5,7 Liter, V8. Und macht Spaß. Geil. Colt Sivas? Colt Sivas, natürlich. Ja, das ist der Truck. Selbe Baureihe. Ah, ich sag schon, woher kommt mir das so bekannt vor? Selbe Baureihe. Geil. Nicht ganz dieselben Farben. Bei Colt Sivas war halt das Braun. Was hier jetzt hell ist, war bei ihm braun, also ja. Umgekehrt angeordnet. Der so in der Farbe ist halt ziemlich selten. Also wenn du solche Autos siehst und so einen Porsche siehst, dann hast du keinen Bock mehr auf deinen eigenen Porsche. Was ist das für ein Auto? Ja, okay. Kundenfahrzeug, Felgenreparatur, CNC Glanzdrehen. Porsche, geil, keine Frage, aber nicht meine Welt. Guck mal, der hat eine Zentrierschraube, ja, ne? Und Carbonbremsen. Krass. Ja, Lukas, erzähl mal was über dich. Schrauber, seit ja, circa 20 Jahre jetzt mittlerweile. Selbstständigkeit jetzt vor 8-9 Jahren bin ich jetzt hier. Selbstständig, Wartungen, Reparaturen, wie ist das jenes? Das mit den Felgen, das hatte ich ja schon so ewig angeeignet, dass ich früher so Ramsch bei Reviermarkt oder so gekauft habe, weißt du? Und dann ja eben schön gemacht, vertickt und gut ist. Ah, das war ein Hobby sozusagen. Genau, das fing mit Hobby an, wurde immer mehr und mehr und mehr und mittlerweile halt ein bisschen professionell, ne? Richtig mit Pulveranlage, die Poliergeschichten, die CNC-Glanzdrehgeschichten und alles drum und dran. Ja. Dein Motorrad? Das ist meiner, ja. Geil. Das ist geil. Steht da so als Werbemittel oder? Ne, den fahre ich auch. Wenn ich mal Zeit habe, fahre ich den auch. Und gut ist. Zu meiner Felgen kommen wir noch. Also sind das jetzt die Felgen, die du alle repariert hast? Das sind Felgen von Unfallfahrzeugen oder sonst sowas, die wir dann auch halt gerne fertig machen und als Musterfelgen aufhängen. Ich kann dir da gleich auch noch mehr zeigen. Ich habe Angst vor Hunden. Was für Hunde? Große und klein. Ja, da haben die Angst vor mir. Ich bin ganz, ganz großer Pilgerfan. Ne? Pilgerfan muss sein. Ja, das sind meine treuen Begleiter. Die sind eigentlich jeden Tag hier. Auch mit mir hier, die bleiben nicht hier. Das ist Kalle. Kalle, grüß dich. Und das ist Babo, der ist gerade beschäftigt. Babo, guten Appetit. Die sind beide total lieb. Ein paar Musterfelgen und sowas alles. Unten
weitere Autos. Ja, die habe ich gesehen gehabt, ja, auf deinem Instagram. Ja, das sind so meine BX, ne? Das ist geil. Was ist das für ein Motor? Das ist der 5-Zylinder, 2-3er. Den brauche ich jetzt gerade komplett wieder fertig. Steht schon ewig, ich glaube 5 Jahre steht der jetzt schon. Ich habe den jetzt dieses Jahr getüft wieder. Ja, der ist komplett foliert. Ja, jetzt bauen wir den noch komplett fertig und ja, nächstes Jahr rollt er wieder auf die Straße. Wahnsinn. Ich weiß auch, wer es foliert hat. Ja, also hier, auch. Schöne Grüße an Salvo hier. Ehrlich, bester Mann. Mit dem habe ich übrigens meine Ausbildung gemacht. Das ist und ist mein Sturmpartner gewesen. Richtig cooler. Nee, Salva ist ein Herzensmensch, ja, der ist gut. Auf jeden Fall. Das ist auch deiner? Das ist so der Daily. Also den fahre ich halt öfters. Wenn der fertig ist, das geht nur so ein Sonntagsfahrzeug. Ist schon. Das ist auch ein 5-Zylinder? Das ist ein 4-Zylinder. Der 4-Zylinder so für den Alltag reicht vollkommen. Ja. Bei den Spritreisen fährt der spritzig, reicht so zum Cruisen. Brauchst keine Leistung bei den Fahrzeugen. Sagt einer, der einen Wagen hat, der 30 Liter verbraucht, weißt du? Ja. Bei den Spritpreisen. Ich brauche mein Chaos. Hier. Das letzte Chaos? Dann komme ich bei mir vor. Nein, halt eben. Was ist das hier, Jürgen? Go-Karts, eine Straßenzulassung. Mit Straßenzulassung. Jetzt Corona über war das. Da haben wir uns als Luigi und Mario verkleidet. Ich glaube, ich habe das sogar gesehen. Ja, und dann sind wir einfach sinnlos durch die Gegend gefahren, damit die Leute was zu lachen hatten. Die sind ab Werk 9 PS. Die fahren so 100 km/h schnell. Boah, ich hör mal vor 100 km/h. Der Weiße da hinten ist ein bisschen fertig gemacht. Der müsste so 12, 13 PS haben. Macht Spaß. Geil. Wahnsinn. Richtig mit TÜV und so. Ja, genau. Hat er sogar noch TÜV. Jetzt gehen wir bei uns in die Felgenabteilung, weil wir haben das jetzt alles getrennt. Die Jungs von Black Concept sind ja jetzt mit hier drin. Und wir haben da halt ein Showroom fertig gemacht, wo alle Farben und so zu präsentieren sind. Hier ist halt auch die Kundenannahme, was Felgenreparatur, Felgeninstandsetzung, Verkauf, alles stattfindet. Und damit halt die Leute, in dem Fall, ich sag mal, du kommst mit einer kaputten Felge, bist die unschlüssig wegen der Farbe oder so. Wenn du hier reinkommst, bist du dann noch unschlüssiger, weil das, was du im Kopf hattest, wird dann halt ein bisschen extrem übertrumpft durch etliche Farben. Leute, das ist ein Mecker für Felgenliebhaber. Was ist denn hier? Genau, wie gesagt, das sind alles Felgenfarben, die wir halt auch pulvern. Die sind alle von uns gepulvert. Krass. Bekannt. Was ist das hier? Weißt du, was das Problem ist? Sehe ich mir deine Autos an, habe ich keinen Bock mehr auf mein eigenes Auto. Dann sehe ich die Felgen hier, dann frage ich mich, Scheiße, warum hast du diese Felgen gekauft? Aber du bist Wahnsinn. Nicht der Erste, den das passiert, wenn es um Felgen geht. Also, das ist Standard, das ist normal. Gibt es die Fälle, die Leute kommen hier rein, wollen ihr Auto, also die Felgen repariert haben, gepulvert haben und dann kommen die rein, gucken sich die Felgen an und sagen, ey, ich komme wieder, ich hole mir erstmal die Felgen. Kommt auch vor. Genau. Aber wir verkaufen ja alles, was die Henkatz auch kaufen. Ne? Ach so. Wir verkaufen die auch. Also wie gesagt, das ist so, der Verkauf ist so eine Geschichte von den Jungs von Black Concept. Ja. Also, Lashanti, ich habe noch keinen Fake-Sponsor. Also, ich kann gerne mal miteinander reden. So.
Die sind alle gepulvert. Ja. Alles, was du hier siehst, wurde von uns gepulvert. Soft entlackt, grundiert und dann halt Musterfarben, damit halt unsere Kunden auch was sehen können. Ey Leute, guckt euch das mal an, ey, was für eine Arbeit das ist. Das ist zum Beispiel eine CNC-glanz gedrehte Felge. Fleckig, weil ja, ist wir zeigen Vorprodukt. Das immer, ne? Ist kein Klarlack drauf, damit man fühlen kann, wie die Struktur ist. Trotzdem, die sehen trotzdem richtig geil aus. Krank, auf jeden Fall. Auch hier Flip-Flop-Farben hast du ja gesagt gehabt, ne? Ja, genau. Das hier. Da, genau. Da ändert sich die Farbe. Wahnsinn. Wahnsinn, was für eine Arbeit. Das ist ja Kunst, ne? Das ist ehrlich Kunst. Ich muss ja sagen, ich habe mich mit sowas ja gar nicht beschäftigt. Bei mir ist das ja immer so, man kauft sich alle zwei Jahre ein neues Auto und dann kaufe ich mir Felgen. Aber wenn ich mich jetzt so jetzt mehr damit beschäftige, sehe ich erstmal, ja, was so alles geht und was alles machbar ist und die Felgen einfach anders aussehen können. Ja, Farbe macht halt viel aus. Also schwarz ist ja so ein Ding, was immer geht, ne? Ja. Ich meine, ist Geschmackssache, aber schwarz macht die Felge halt immer kleiner. Die Schwarzkleider siehst du automatisch nicht mehr so fett aus in der Regel, ne? Aber schwarze Felgen, schwarze Kleidung, das hat schon was an sich. Was willst du jetzt damit sagen? Wir können hier alles cool. Nächstes Mal ziehen wir weiße T-Shirts an. Wir sind fit. Nächsten Sommer wieder. Das sind in der Regel alles, ich sag mal ganz doof, Schrottfelgen. Viele sind auch Dummies, die wir halt so zugelegt haben oder aus dem Lager bestanden. Felgen mit Höhenschlägen, Felgen mit Bohrsteinschäden. Aber das machst du auch, ne? Höhenschläge. Anschweißen, abdrehen. Also bei meiner Felge musst du ja alles machen. Einmal komplett. Wie lange braucht man für sowas? Also wir reden mal von dem hier aus, weil der sieht mir schon ein bisschen... Egal welche Felge, egal welches Design, das ist eigentlich Pillepalle. Wir versuchen immer die Felgen innerhalb von 10 Arbeitstagen wieder an den Kunden zurückzugeben. Das geht dann mit Annahme der Felge, Reifen abziehen, dann auf der Wuchtmaschine begutachten, Höhenschlag, Seitenschlag, was auch immer. Weil wäre auch ärgerlich, wenn du deine Felge abgibst, die gut Pulver wieder zurückkriegst und dann merkst du, oh, die Felge hat einen Höhenschlag und ich habe da jetzt keine Ahnung, wie viel Euros reingesteckt, damit sie schön aussehen und du kannst sie nicht benutzen. Ja. Das wird alles kontrolliert. Falls was vorhanden ist, wird nach Rücksprache mit dem Kunden halt die Reparatur der Felge in die Wege geleitet. Und selbst das geschieht aber alles in diesem Zeitraum von maximal 2 Wochen. Ne? Also wir versuchen die Felgen wirklich innerhalb von 2 Wochen. Außer du holst jetzt eine, kommst mit einer 22, 23 Zoll dreiteilige Felge, die zerlegt und 3 Farben haben muss. Da brauchen wir auch ein bisschen mehr Zeit für, aber in der Regel so Standardfelgen sollten innerhalb von 2 Wochen wieder raus sein. Ich sag mal, die Felgen, die wir jetzt machen werden, da willst du mich komplett mitnehmen. Mich würde es echt sehr, sehr interessieren und ich glaube auch sehr viele da draußen mit. Ne, klar. Ne, Vorher-Nachher-Effekt wird es sowieso geben, aber wie macht man das, wie nimmt man die Felge, Annahme, Höhenschlag und so. Du wirst auf jeden Fall daran teilhaben, wirst sehen, wie wir die Felgen grundieren, also alles in Pulverform logischerweise. Wunschfarbe, was du da vorhast, das wissen wir ja noch gar nicht. Ja, das sage ich natürlich noch nicht, aber... Aber ich denke, du hast auch schon nach den Farben geguckt jetzt hier und schon guck mal, ich hatte meine Idee oder doch lieber was anderes? Ich bin hier reingekommen, ich habe immer so eine Idee gehabt halt, aber jetzt bin ich mir voll unsicher. Weil ich habe das jetzt echt gesehen und ich bin mir jetzt gar nicht mehr, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob das die richtige Felge ist, die ich geholt habe. Weil ich sehe hier so kranke, also ich selber habe noch nie solche kranken Felgen gesehen. Und ich sag dir, ich war schon sehr oft so S-Motorshow ja, und klar, so. Sicher. Aber hier sind alle geil. Ehrlich, ich könnte jetzt jeden einzelnen bei mir ausprobieren. Die Felge wird komplett innen, außen, komplett bearbeitet. Du bezahlst im Endeffekt Geld dafür und erwartest halt eine Felge, die wieder wie neu ausschaut. Ey, schreibt mal bitte in die Kommentare, welche Felgen findet ihr denn so geil? Also ich könnte euch jetzt jede einzelne Felge einzeln zeigen, aber da komme ich auf dumme Gedanken. Dann lieber nicht. Guckt euch einfach die Felgen an. Ist Wahnsinn. Alle sehen geil aus. Also ich hätte Qual der Wahl. Qual der Wahl, so sieht's aus. So ein Auto ist. Soll ich gucken? Alter, das Ding ist doch einfach. Allein die Abgase sind geil. Oh mein Gott. Also, Gökhan, ich muss sagen, du hast Geschmack. Ja. Also auch richtig schön, ne? Ehrlich, ey, eigentlich stehe ich nicht auf sowas, aber ich muss sagen, sogar ich würde mal
glaube ich, irgendwann mal sowas holen. Also wenn du einmal drin steckst, wenn du einmal damit, ich liebe es, mit dem Ding zu fahren, noch schöner, die Kinder stehen total darauf. Ja. Ist auch ein Dreisitzer, ne? Dreisitzer, ja. Weißt, ich bin mir sicher, wenn du jetzt mit diesem Porsche fährst oder damit fährst, die Leute gucken hier mehr drauf als... Ja. Das Ding hat auf jeden Fall sehr viel Wiedererkennungswert, vor allem wegen Colt Sivas, ne? Die ganze 80er-Generation und so, wenn so die ältere Bevölkerung, wenn du irgendwo herfährst, direkt, hey und so, und direkt so ein Grinsen im Gesicht, ne? Die denken dann direkt an die Serie zurück und sowas alles. Ist schon Hype auf jeden Fall. Was willst du gehen? Ne, nee, Fahrwerk hochfahren. Ach, was ist das denn? Luftfahrwerk. Den mach ich jetzt nicht an, der ist noch. Kenn ich gar nicht. Das kann ich mir gut vorstellen. Luca, du pulverst auch sowas, ne? Richtig. Also sowas hier, bietest du auch an. Ja klar, sicher. Hier die Verkleidung und sowas alles. Klar, hier ist alles ein bisschen eingestaubt. Das Ding steht auch nur rum. Ja. Ventildeckel, Rahmen als ja, ganzes. Ventildeckel machst du auch. Willst du ja, wissen? Der komplette Rahmen vom Motorrad. Also haben wir die Möglichkeit, ja, den kompletten Rahmen zu pulvern. Schwinge. Das ist alles kein Problem. Felgen sind auch gepulvert. Wenn ich mal hier mal V8 habe, dann weiß ich Bescheid. Kommst du mit dem V8 vorbei? Ein Traum von jedem Schrauber. Was ist das für eine geile Werkzeugkiste? Ach, die habe ich gesehen gehabt. Das ist jetzt von den 5-Zylindern die Ansaugbrücke. Ja. Halt Originalzustand. Ich habe jetzt das obere Stück passend zu meiner Wagenfarbe gepulvert, den Candy Rot. Und da will ich jetzt halt im Motorraum, ich habe den ganzen Motor nochmal liegen. Und alles, was ich jetzt gerne schön haben möchte, mache ich gerade fertig, damit der Motorraum auch, ich sag mal so, ein bisschen Show- und Shine-Effekt erreichen kann. Also wenn jetzt Leute irgendwas haben, du pulverst auch sowas, du musst für sowas zu haben. Ist überhaupt kein Problem. Ich glaube, ich werde oft hier sein für Pulvern. Ich will dich natürlich nicht von der Arbeit aufhalten. Da sagt einer, der schon seit 2 Stunden am Film ist. Der Kunde hatte erst eine ganz andere Vorstellung. Der wollte die in Wagenfarbe haben. Ich so, ey, nein, ich so, die Felgen, die müssen Gold sein. Das finde ich müssen auch gut. Poliert sein. Du beratest auch die Leute. Ja, also ich bin da frei Schnauze. Papadopoulos heißt der Kunde. Ein sehr cooler Grieche. Das Ding ist einfach nur Wahnsinn, neuwertig. Oh, achte mal, das meine ich auch. Wahnsinn. Also Auflageflächen bleiben immer blank, damit keine Umwucht am Fahrzeug entsteht. Das machst du auch sauber dann, das ne? wird abgeklebt und dann eingebraten. Aber wenn du die Felgen vorher gesehen hättest. Gut, die machst du jetzt drauf und dir mal ein bisschen zu. Brauchen wir erst mal ein bisschen. Danach guckt er sich meine Felgen an, mal schauen, ob er umfällt. Ich sag euch, original wird ja nicht so geil aussehen wie es jetzt. Jetzt sieht es noch geil aus. Herrlich. Ja. Du bist ein Autoverrückter, kann das sein? Ja, doch. Merkt man gar nicht hier bei deinen super getunten Autos. Alles, und alles original. Würdest du das alles machen wollen, wenn du keinen Bock auf Autos hättest? Nein, auf jeden Fall nicht. Bisschen Liebe und Leidenschaft. Ein bisschen. Sollte sein. Deswegen bin ich auch hier. Weil das muss so sein. Gucken wir uns den Maestro an, wie er das macht. Vielleicht gibt er auch hier den einen oder anderen Tipp. Den habe ich noch nie gesehen. Ich habe schon einige Felgen zerdeppert und kaputt gemacht. Ja, klar. Wir hatten das schon oft genug gehabt. Neue Felgen fertig gemacht. Kunden schon angerufen. Reifenfelgen liegen hier. Kannst vorbeikommen. Und dann beim Montieren Scheiße gebaut. Ne? Sag mal, wenn wir jetzt die Reifen aufziehen, haben wir schon so gesehen auf einer polierten Oberfläche die ersten Kratzer drin, die da eigentlich nichts drauf verloren haben. Ne? Wenn ich was Neues sehe, feier ich. Und sowas habe ich noch nie gesehen. Ich sag dir, beim nächsten Mal mache ich das genauso. Gut, das war jetzt. Alejandra sieht schon mal sofort ein Profi. Also ich kann euch sagen, wenn ihr Felgen habt und hier hinkommt, dann könnt ihr euch eins sicher sein, die Felgen werden gut behandelt. Safe. Thank you.
Ihr könnt nochmal auf jeden Fall unter den Kommentaren mal schreiben, wie findet ihr Gürkan, wie findet ihr seine Autos. Also ich finde den sehr, sehr interessant. Ja. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, die machen jetzt eh fertig. Soll ich dir Kaffee holen? Ich weiß nicht, wie du Reifen aufziehst. Und ja, ich habe den Kunden jetzt versprochen, dass die morgen auf seinem Auto drauf sind. Ja. Kein Risikofaktor heute. Ja, kann ja sein. Wie lange brauchst du nochmal, die neu zu machen? Ich bin jetzt gespannt, wie der Ablauf ist, was er sagt, wie wir das machen. Sehr interessant für mich, ob man die Felgen hinkriegt. Ne? Egal was für eine Felge, egal wie kaputt. Ich habe das Gefühl, er kriegt alles neu hin.